Ja, guten Morgen, liebe und Freunde. Was läuft da beim Bauhaus heute Dienstag, der 13. April. Frostiger Morgen, minus 3 Grad. Und mein Kollege, der Obstbauer Hannes, bewässert da seine Anlage, um Frostschäden zu verhindern. Oh, Wasser. Ja, es ist eine schwierige Zeit für Obstbauern. Dieser Frost ist so mühsam. Hallo, mal, hä? Ja, da war ein Fotograf in der Anlage, der schoss da Bilder der übereisten Blüten, Obstblüten. Ja, ich denke, jetzt wird es am kältesten, jetzt kommt die Sonne raus. Alles auch am Boden gefroren. Da die Blüten mit einem schönen Eispanzer. Wunderbar fein wird das benebelt, das Wasser. Ja, eine gute Bewässerung, um Frostschäden zu verhindern. Das ist ein feiner Strahl. Also, ich gehe wieder nach Hause und hoffe, das kommt da gut. Und das ist ja nicht der erste Morgen. Der hat schon, ich denke, 3 oder 4 Morgen bewässert. Komm, geht gudeli, gudeli. Geht das gudeli wird Numa, jawohl. Ja, ganz gut, ja. Ganz gut, gut. Ich wurde unter anderem auch schon gefragt, wie es denn der Numa geht. Man sieht sie nicht. Ja, und jetzt seht ihr sie und heute Abend, wie gesagt, zusammen in der Hundeschule. Jetzt ab nach Hause, Nachtessen. Und dann ist um 8 Uhr Hundeschule, nicht mehr in Burgdorf, sondern in Bettenkindern. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Nicht vergessen, abonnieren, liken und kommentieren. Ich freue mich immer über Kommentare. Also, einen schönen Tag und tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ja, liebe YouTube-Freunde. Der Hause und die Noma in Kirchberg Richtung Burgdorf an der Emme. Ja, jetzt denkt ihr, ja, er hat doch gesagt, wir gehen in die Hundeschule. Richtig, ich wollte auch gehen, aber der Hause hat nicht mehr gewusst, wann. Und ich habe da vorsorglich, als ich unsicher wurde, geschrieben, ob es 19.30 Uhr sei oder 20 Uhr. Und die Antwort kam zurück. 19 Uhr und da war es schon zu spät für mich, in die Hundeschule zu gehen. Es war schon 7:30. Ja, ich habe sie verpasst, schade. Darum marschiere ich jetzt mit der Noma da ein bisschen der Emme entlang. Bin da ausgerüstet, alles umgezogen, geduscht und alles. Sie hat auch Freude, mit mir an der Emme entlang zu laufen. Machen wir schnell einen Blick auf die Emme. Der Sonnenuntergang.
Ja, auch schön an der Emme am Abend. Es ist zwar frisch, kalt. Es ist leicht überzogen. Vielleicht wird es diese Nacht nicht so kalt wie letzte. Wir werden mal sehen. Aber jetzt ist es frisch. Hier ganz schön. Da werde ich im Sommer an dieser Stelle auch noch mit der Numa gehen und ein bisschen im Wasser marschieren. Haben wir schon letztes Jahr geübt, machen wir dann dieses Jahr wieder.